Moin Leute, herzlich willkommen zurück. Und beim letzten Part meinte ich ja, dass Let's Show und Let's Play sich so ein bisschen abwechseln werden. Und dementsprechend wird der heutige Part ein Let's Play sein. Und ich würde ganz gerne noch mal ein paar Diamanten finden. Dementsprechend müssen wir jetzt so ein paar Vorkehrungen treffen. Ja, ich weiß, meine Kisten sind unordentlich, aber das hatten wir ja schon bei meinem ganz normalen Let's Play, dass da ja nie so wirklich Ordnung herrschte. Hier sehen wir, 9 Diamanten haben wir schon. Das habt ihr ja beim letzten Mal auch schon gesehen. Das ist nichts Neues. Moment, wir könnten die beiden Eisenspitzhacken doch einfach mal hier reinlegen, um die zu vereinen. Damit wir hier wieder eine richtige Eisenspitzhacke haben. Mucho bueno. So, hier haben wir zumindest schon mal Eisenbarren. Wir brauchen... Ich verliere gerade so ein bisschen den Überblick. Eine Sekunde, Moment, da waren zumindest... Ja, hier sind überall Stickies in jeder Kiste. So, aber nichtsdestotrotz, Fleisch haben wir 35, das sollte reichen. Was ich jetzt allerdings suche, sind Fackeln. Und die habe ich doch bestimmt schon wieder übersehen. Sind die hier drin? Das kann doch nicht sein. Wo sind meine Fackeln? Da, 45 Fackeln. Ich baue einfach mal da drauf, dass das fürs Erste reicht. Und das Gute ist auch, man gräbt sich einmal runter. Und wenn man dann eben, wenn einem die Fackeln ausgehen, hat man nicht das Problem, dass man wieder komplett zurück muss. Sondern man gibt einfach Plot Me Home ein. Und alles ist mucho bueno. So, Moment. Brauchen wir noch irgendwas? Wir haben Fleisch, Fackeln. Dann werde ich jetzt nochmal die Utensilien bauen, die wir so brauchen. Ein Schwert wäre auf jeden Fall was Feines, damit wir uns so ein bisschen verteidigen können. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein paar Eisenspitzhacken mitnehmen. Denn wir werden sicherlich das eine oder andere mal auf ziemlich viel Cobblestone treffen. Und vor allen Dingen bauen wir auch nochmal eine Schaufel, falls wir so Kies oder sowas finden. So, ach, und dann, was soll der Geiz? Dann bauen wir nochmal eine Eisenaxt, damit das alles komplett ist. So, und die Sachen werde ich schön hier lassen. Ich werde allerdings vielleicht noch einen Ofen mitnehmen, falls wir irgendwas einschmelzen wollen, was wir schon gefunden haben. Da könnte ich hier einfach mal einen abbauen. Ist denn hier einer komplett leer? Nee, du bist nicht komplett leer. Du ebenfalls. Oh, da. Oh, wir haben ja noch sehr, sehr viel Eisen in letzter Zeit gebrannt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Das werden wir dann auch einfach mal loswerden. Obwohl, wir brauchen keinen Ofen. Wir wollen ja einfach nochmal gucken, ob wir nicht in diesem Part nochmal ein paar Diamanten finden. Denn daran mangelt es mir momentan wirklich am meisten. So, ich muss jetzt wirklich nochmal scharf nachdenken, denn irgendwas vergesse ich doch immer. Aber mehr brauchen wir doch nicht. Oder irre ich mich? Ich meine, wir haben ein Schwert. Ganz viele, nee, das sollte alles reichen. Dementsprechend machen wir jetzt Warp Farmwelt. Die hier schon ordentlich torpediert wurde. Ich habe hier auch einen... Oh, da ist auch ein Kamerad, der hier auch eben gerade am Farmen ist. Oder auch einfach nur am Rumstehen. Eine von den beiden Sachen. Aber wir werden jetzt mal hier irgendwo hingehen. Ich hatte hier auch, wo ich eben offscreen ein bisschen gegraben habe, da bin ich wirklich kreuz und quer, habe mich da durch die Erdschichten gegraben. Und ich bin so oft auf Tunnel von jemand anders getroffen. Das war so lustig, fand das so nice. Guckt man so, okay, wie hat der gebaut und wo ist er dann längs gegangen? Ist echt ziemlich, ziemlich lustig, sich dann letztlich anzugucken. Weil ich weiß gar nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann doch mal irgendwie genau auf die gleiche Höhe kommt wie der andere Kollege, das war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Und warte mal, ist das nicht sogar? Nee, das ist, glaube ich, keiner von mir. Obwohl, wir könnten mal hier runtersteigen, dann ersparen wir uns... Nee, ich habe auf jeden Fall immer alles ausgeleuchtet. Ich bin hier nie ohne Beleuchtung reingegangen. Aber das Gute ist, dann finden wir hier auf jeden Fall schon mal die richtige Tiefe, die ich jetzt leider nicht mehr auswendig weiß. Ich werde jetzt hier gleich einfach mal nach links oder nach rechts graben. Und ich hoffe einfach mal, dass wir dann hier auf eine Höhle oder sowas treffen. Ist der auf irgendwas Tolles gestoßen? Was haben wir hier unten? Nee, der hat auch einfach so ein bisschen Strip Mining pipapo gemacht. Aber wir werden dann... Wow. Das ist das, was ich meine. Dann einfach mal so ein bisschen so die Wege nachvollziehen. Hier hat er jetzt mal eine Fackel gesetzt. Ah, das hat sich hier auch irre weit reingegraben. Und hier hat er... Oh, ich habe ja auch gerade so ein bisschen Lava gehört. Oh, achso, hier vorne ist sie. Na gut, ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal unseren eigenen Weg gehen. Und dann werden wir mal... Oh, wir können uns die Fackel auch mopsen. Da werden wir uns jetzt einfach mal hier schnell reingraben. Genau, und hier ist schon dieser... Easy peasy Kies, der mich so ein bisschen genervt hat. Oder der mich sonst immer nervt. Warte mal, wir müssen jetzt doch mal die eine Fackel hier wieder hinsetzen. Und dann werden wir jetzt einfach mal just for fun hier geradeaus graben. Und ich hoffe mal, dass wir dann in
absehbarer Zeit auf ein Hüllensystem treffen. Denn ansonsten haben wir hier ein ganz, ganz großes Problem, denn ich habe leider kein Thema vorbereitet. Buh, Paluten, ich weiß. Aber das ist jetzt so. So nötig ist es doch hoffentlich jetzt auch nicht. Ich muss mal kurz nachdenken, ob es irgendwas gibt, was ich heute in den Nachrichten so mitbekommen habe. Nee, aber man kann, wenn einem wie so oft kein Thema einfällt, über was man reden kann, dann redet man eben über das Wetter. Und im letzten Part hatte ich, oh, ich höre hier gerade Lava, hatte ich ja schon gesagt, dass ich ein paar Probleme hatte mit dem Kreislauf. Das ist auch wieder unheimlich warm, was super nice ist. Aber ich hatte mich eben auch echt gewundert, dass mein Kreislauf da so ein bisschen, ja, ich habe mich einfach ziemlich schlapp gefühlt. Und wenn ich schon Let's Play oder wenn ich aufnehme, dann möchte ich mich da irgendwie nicht zwingen, das Ganze machen zu müssen, sondern da möchte ich Bock drauf haben. So wie jetzt. Oh, was haben wir hier? Nein, hier sind wir auf dem Höhlensystem getroffen. Nicht auf dem Höhlensystem, sondern von jemand anders. Oh, ich muss mal hier schnell die Fackel. Und dann schnappen wir uns hier ebenfalls die Fackel. Zip. Beides mitgenommen. Dann werden wir einfach mal weitergraben. Was ist denn hier los? Da hat sich Speedy zu uns geportet. Mann, war ich hier. Ey, ich habe mich gerade richtig erschreckt. Ja, was erschreckst du mich so, Speedy? Was ist da los? Unglaublich. Wenn wir hier am Arbeiten sind. Miau. Ich hoffe, sie portet uns jetzt nicht so weg. Jetzt hat sie sich auch schon wieder weggeportet. Has left the game. So, dann machen wir einfach mal weiter hier. Ich hätte gern meinen Gesichtsausdruck gesehen, als es, aber ich habe leider meine Facecam jetzt nicht an. Schade, schade, schade. Ist aber meiner Meinung nach jetzt bei dem ganz normalen Let's Play auch nicht so vonnöten. So, den Redstone nehmen wir einfach mal mit, weil das immer ganz gut Erfahrungspunkte gibt. Wir sehen hier auch, sind schon wieder Level 31. Ich muss mal so ein bisschen Abstand halten. Denn was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall so ein bisschen weiter zurückzugehen. Nicht irgendwie so graben, weil wenn jetzt hier hinter direkt, oh, Lava ist. Was haben wir denn hier? Oh, wieder ein Tunnel. Das ist das, was ich meine. Ich finde das einfach so cool. Weil hier auf einmal wieder auf irgendein anderes Tunnelsystem einfach, ich weiß nicht, seit wann die Farmwelt resettet wurde, aber dann einfach so, ist so ein bisschen Höhlenforschung. Wer ist da wohl, wer hat sich da wohl längst gegraben? Welcher von euch Schlawinern da oben war's? So, weiter geht's. Graben hier einfach mal trotzdem noch geradeaus und ich. Oh, hier haben wir zumindest mal Eisen. Das finde ich persönlich auch nice. Also, vor allen Dingen habe ich es immer noch nicht ganz rausgefunden. Ich habe auf diesem Server leider noch kein PvP betrieben. Das wollte ich heute Abend eigentlich mal nachholen. Muss ich gleich mal gucken, ob ich da nicht irgendeinen Schlawiner finde, der sich mit mir mal prügelt. Und was haben wir denn hier? Ganz viel Sand. Oh, Lapis. Habe ich auch noch nie gefunden. Auch nicht schlecht. Also habe ich habe wirklich alles. Ich habe eher Diamanten gefunden, als dass ich Lapis finde. Das war echt völlig korrupt. So, schnapp's mal hier alles weg. Zack, zack, zack. Und gehen mal hier weiter. Und ich höre hier auch schon wieder Lava. Das soll uns jetzt hier gleich nicht irgendwie überraschen. Habe ich jetzt, hä? Was ist denn hier gerade passiert? Habe ich hier nicht gerade eine Fackel gesetzt? So, weiter geht's, weiter geht's. Und jetzt sollte doch hier endlich mal eine, was soll ich gerade sagen? Achso, ein Tunnelsystem, eine Mine, ein Minenschacht oder irgendwie sowas. Das wäre auf jeden Fall mal eine feine Abwechslung für euch und vor allen Dingen auch für mich. Denn, okay, es ist jetzt nicht einschläfernd, aber Action ist auf jeden Fall was anderes. So ein paar Mobs, die wir nochmal kloppen könnten. Stattdessen klopfen wir hier einfach nur ein bisschen Cobblestone, ein bisschen Kohle. Obwohl, die Kohle könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Aber so ist das eben. Ich meine, das so war es bei meinem, oder ist es bei meinem normalen Let's Play von Minecraft. Und so ist es auch hier. Muss eben alles hier farmt werden. Wir hätten natürlich jetzt auch von vornherein irgendwo so ein Tunnelsystem suchen können. So, ein bisschen Abstand halten. Nicht, dass uns hier vielleicht dann doch die Lava überrascht. Ne, keine Lava, nur Jute Redstone. So, graben, 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 graben den ganzen Tag. Oh, das ist kein Kobbel, sondern das ist wunderschöne Erde.
Und ich höre hier auch schon wieder Lava. Wir könnten ja einfach mal nach der Lava... Okay, das war's mit der ersten Eisenspitzhacke. Oh, was haben wir hier? Yes! Darauf habe ich doch die ganze Zeit gewartet. Ein Tunnelsystem. Und dann werden wir hier einfach mal längs schlawinern. Oh, hier ist Redstone. Nehmen wir mit. Da sehen wir auch schon, sind schon Level 33. Ein paar Level haben wir hier schon wieder gemacht. Hier ist ein wenig Lava. Und die schlawinern wir uns rum. Was haben wir hier noch? Das ist eine Sackgasse. Oh, jetzt sich auch jemand durchgegraben. Ich höre hier auch gerade noch so ein Skelett. Aber wir werden uns eher so ein bisschen hier um die Tunnelanlagen kümmern. So, hier längs. Ich hoffe mal, hier war dann... Obwohl, hier war dann letztlich ja auch schon jemand. Oh, aber dann hat er hier das Eisen übersehen. Nee, hier war noch niemand, oder? Also, wer lässt denn hier das ganze Eisen liegen? Obwohl, wir werden wahrscheinlich auch wieder an den Punkt kommen, wo wir das Eisen liegen lassen. Aber momentan brauchen wir noch alles, was wir kriegen können. Es sei denn, die Sachen liegen wirklich so wie das Ding da oben an der Decke. So verzweifelt bin ich nun wieder auch nicht nach Eisen, dass ich da jetzt extra mich hochhangel. Na, kriegen wir dich noch? Wunderbar. Zack, alles eingesammelt. Und dann gucken wir mal hier längs. So, ich mache mal ein bisschen Licht für euch. Aber das sieht wieder nach einer Sackgasse aus. Holy Macaroni! Holla die Walfe, Gott sei Dank haben wir Eisensachen an. Ansonsten hätte das hier wirklich böse enden können. Wo ist denn der Creeper hergekommen? Das gibt's ja gar nicht. Das war ja völlig korrupt. So, auf jeden Fall finden wir hier reichlich Eisen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich feine Sache. Wie viel haben wir denn schon? 22 Eisen. Ja, daraus kann man doch wieder was Schönes craften. Was haben wir hier? Ne, hier geht es wahrscheinlich nicht längs. Wo ist denn... Wo ist denn dieser Creeper hergekommen? So ein kleines Schaweinchen. Kam der von da oben? Muss er ja. Wir werden auch einfach mal so ein bisschen hier nach oben gehen. Obwohl, nee. Doch, hier geht es auch noch weiter. Schauen wir mal. Oder hier geht es letztlich doch nicht weiter. Mensch, schade. Das ist doch... Das kann doch nicht nur so klein hier sein. Übersehe ich hier die ganze Zeit irgendeinen Weg? Hier kommen wir ja her. Hm, das ist natürlich jetzt schade. Wo, ich höre doch hier auch einen Skelett. Nur wo befindet sich dieses hundsgemeine Skelett? Egal, dann werden wir jetzt einfach mal wieder einfach nur gerade ausgraben. Dann nehme ich mal immer nur zwei Blöcke. Nein. Jackpot. Ka-ching. Und wir hätten eigentlich auch mal unsere Spitzhacke etc. mal verzaubern können. Stimmt. Das werde ich auf jeden Fall demnächst auch mal machen. Denn dann hätten wir jetzt auf jeden Fall ein paar mehr Diamanten. Aber ich beschwere mich auch so nicht über die Diamanten, die wir gerade bekommen haben. Das ist auf jeden Fall was ziemlich, ziemlich Feines. Zwei weitere Diamanten. Drei sogar. Das ist auf jeden Fall nice. Was Besseres hätte uns nicht passieren können. Und dann haben wir es nämlich auch... Dann haben wir den Sinn dieses Partes auch schon fast erfüllt, sodass wir wenigstens einmal heute ein paar Diamanten gesehen haben. Und Eisen sehen wir heute nicht zum ersten Mal. Aber trotzdem werden wir euch mitnehmen. Und das, was ich vorhin meinte, dass man so dicht an der Wand steht, das mache ich jetzt hier schon wieder. Aber nun gut. Oh, hier ist viel Eisen. Das ist nice. Können wir auf jeden Fall wieder unsere Öfen ein wenig auslasten. Indem wir so ein paar Sachen einschmelzen. So, zack, zack, zack. Obwohl, stimmt, ich wollte ja nur zwei Blöcke immer nehmen. Ach, und dann haben wir wieder tote Kies hier überall. So, ne, schade, ich dachte, hier wäre da doch schon wieder ein Tunnelsystem. So, immer weiter und so bin ich wahrscheinlich die x-te Person, die das auch so gemacht hat. Einfach, wie viel Kobbel haben wir denn schon? Oh, doch ein paar Stacks haben wir gesammelt. Kobbel habe ich ja auch noch ein paar Stacks zu Hause in unserem Palast. So, komm schon, hier muss doch schon mal noch mal wieder irgendwas sein. Oh, warte mal, ich höre hier auf jeden Fall Lava. Vielleicht können wir hier mal mit der Schaufel ein bisschen mehr Sachen freilegen. Es geht ja mit Erde ein bisschen flinker.
Oh, oh, und da sehen wir schon die Lava. Na, was haben wir denn hier alles? Ah, das sieht doch vielversprechend aus. Naja, okay. So vielversprechend ist es dann doch nicht. Wir werden auch hier... Ne, wir werden sogar auf die Lava gestoßen. Die hätten wir auf jeden Fall mitbekommen. So, dann schlawinern wir uns mal dann dran vorbei. So, keine Gefahr laufen, hier zu verbrennen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. So, schnell weiter, 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 weiter. Oh, hier ist wieder ein bisschen Erde. Können wir doch wesentlich schneller irgendwie vorankommen. Hm. Okay, oder auch nicht. Aber ich höre hier immer noch Lava. Dementsprechend sind wir hier nicht außer Gefahr. Oh! Ist immer, wo Erde ist, auch Lava? Das ist ja... Ja, völlig verrückt. Aber hier sind leider keine Diamanten oder sonstiges. Nee. Dementsprechend machen wir hier mal weiter. Wir haben auch nicht mehr allzu viele Spitzhacken, 2 Stück. Aber ich meine, den Hauptzweck dieses Parts haben wir schon erreicht. Wir haben es geschafft. Oh, warte mal, jetzt ganz gefährlich. Ein bisschen nach oben graben. Nee, keine Lava von der Decke oder so. So, nochmal eine Fackel setzen. Komm schon, nochmal zum Abschluss für heute ein bisschen, nochmal ein kleines Dungeon. Oh, na, oh yeah, da vorne ist Lapis. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, was ich mit dem Lapis großartig anstellen soll hier, werde ich mir den trotzdem mal knuspern. Oh, da, achso, oh, ich mache das hier die ganze Zeit Kies. Ich wollte auch Pflastersteine nehmen. Zack, zack, zack. Geht das auch ein bisschen schneller hier. Ah, nur 2. Versteckt sich hier vielleicht doch. Ja, da ist doch noch mehr Lapis. Gebt mir Lapis. Ne, das war's dann auch mit den Lapis-Vorkommen. Schauen wir trotzdem nochmal hier vorbei. Aber hier sieht das auch nicht so gut aus. Und wie weit geht's hier vorne noch? Ne. Das war's. Kleine, ganz, ganz kleine Höhle, würde ich mal sagen. Aber nur gut, besser als nichts. Haben wir wieder ein bisschen Lapis. Wie viel haben wir davon? 32. Nice, nice. Daraus können wir auf jeden Fall zumindest Blöcke bauen. Und die dann gestalterisch schön auf unserem Grundstück platzieren. So, das Eisen. Keine Lava, keine Lava, keine Lava. Mucho bueno. Oh, Redstone. Das können wir auch nochmal. Ja, gerade so ein bisschen gebackt. Na, schaffen wir das Level 34 noch irgendwie? Nee, das könnte knapp werden. Nee, das wird nichts. Und das war's auch mit einer weiteren Eisenspitzhacke. Aber die haben sich auf jeden Fall rentiert, denn wir haben ja 48 Eisenblöcke schon. Eisenblöcke, Eisenbarren sozusagen, wenn wir sie gleich geschmolzen haben. Oh, was haben wir hier? Ist das schon wieder? Ja, hier war auch schon wieder irgendjemand. Und wir könnten einfach mal hier, zack, 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 schnappen wir uns die Sachen. Was haben wir hier? Oh, hier ist auch eine Schlucht. Das Eisen. Nee, aber ich würde sagen, das sollte auf jeden Fall für heute mal gewesen sein. Wir werden jetzt nochmal schön in unsere Welt zurückkehren. Und dann müssen wir mal schauen, was es denn beim nächsten Mal gibt. Vielleicht ein bisschen PvP. Ein kleines Let's Show, wenn ich offscreen ein bisschen was weiter gemacht habe. Oder einen kleinen Let's Play Part. Und wie gesagt, das soll es für heute gewesen sein. Haut rein und bis zum nächsten Mal.